Ich finde eigentlich, dass da irgendwas nicht ganz stimmt, wenn die Christine, die wirklich sehr im Stil von Nims unterwegs ist, so kritisiert wird, aber gleichzeitig der Nims noch als Held gefeiert wird. Da ist irgendwo eine Imbalance drin, die ich selber auch nicht ganz verstehe. An den 8000er dieser Welt brodelt es. Grund dafür ist die Rekordjagd der Norwegerin Kristin Harila. Sie versucht, die 14 8000er in weniger als 6 Monaten zu besteigen. Aktuell sieht es sogar nach 3 Monaten aus. Nun wird sie für ihren Begehungsstil scharf kritisiert, zuletzt von Mingma Galje. Harila reagierte in einem Statement und sagt, Mingma Galje verbreite Unwahrheiten. Dieser Schlagabtausch zwischen den beiden hat uns dazu bewogen, dieser Geschichte ein bisschen auf den Grund zu gehen. Wir haben uns gefragt, warum wird diese scharf kritisiert und ist diese Kritik berechtigt? Dafür haben wir mit Kennerinnen und Kennern aus der Szene gesprochen, mit Billy Bierling. Sie ist Bergsteigerin, Journalistin und für die Himalayan Database. Diese Bergsteigerchronik erfasst seit 1905 alle Expeditionen auf bedeutende Berge im nepalesischen Himalaya. Ebenfalls gesprochen haben wir mit Kari Kobler. Er ist Gründer des größten Expeditionsanbieters der Schweiz, Kobler & Partner. Er stand auch selbst mehrfach auf dem Everest, Gasherbrunn, Broad Peak, K2 und da kommen sicher noch ganz viele Berge, die wir noch hier nennen könnten. Natürlich haben wir auch mit derjenigen Person gesprochen, die in der Kritik steht, Kristin Harila. Neben diesem Fokusthema in der heutigen Sendung haben wir noch zwei Verlosungen für euch. Die erste Verlosung, da gibt es zwei Tickets für die Kletterweltmeisterschaft in Bern vom August zur Verfügung gestellt von Unparalleled. Dann haben wir noch einen Hochtourenrucksack, den wir verlosen. Den stellt Bächli Bergsport zur Verfügung. Doch wie immer zuerst zu den Kurznews. Die heutige Sendung wird präsentiert von Bächli Bergsport und Pezzi. Dem Schweizer Riss-Spezialisten Didier Berthaud gelingt im kanadischen Klettermecker Squamish die Rotpunktbegehung einer neuen knallharten Linie, Crack of Destiny. Insgesamt 36 Tage projektierte er die Route, die zu den schwierigsten Treadlinien weltweit zählen dürfte. Berthaud verortet sie im Bereich 8C, 8C+. Als Präzisierung hilft sein Vergleich mit der 8C-Linie Cobra Crack. Crack of Destiny scheint mir etwas schwieriger zu sein, aber ich bin mir dessen bewusst, dass es ein bisschen frech ist, dies zu sagen, da ich Cobra Crack immer noch nicht durchgestiegen habe. Der französische Ausnahmekletterer Sebouin sichert sich die dritte Wiederholung von Alex Megos 9B+-Linie Bibliographie in Sales. Für Bouin ist es bereits die zweite Route im Bereich 9B/+ im laufenden Jahr. Insgesamt hat der 30-Jährige mehr als ein Dutzend Routen zwischen 9B und 9C auf seinem Konto. Sebouin ist bekannt für seine unglaubliche Ausdauer, die sich auch in der Wahl seiner Linien widerspiegelt. DNA 9C, Nordic Marathon 9B/+ oder Supreme Jumbolov 9B+ sind nur einige Beispiele. Und spätestens seit Real Rock ist ja auch das Geheimnis seines Erfolgs bekannt. Bouin kennt keinen Pump. In lediglich 7 Stunden, 25 Minuten und 28 Sekunden bestieg die Amerikanerin Hilary Girardi den Mont Blanc über den Nordgrat und kehrte wieder zu ihrem Ausgangspunkt in Chamonix zurück. In dieser Zeit bewältigte sie eine Strecke von 32,67 Kilometern und einen Höhenunterschied von 3877 Metern. Hilary Girardi übernimmt damit den Rekord für die schnellste gemessene Zeit der Frauen von der Schwedin Emily Forsberg. Diese schaffte die Rundtour Chamonix-Mont Blanc-Chamonix 2018 in 7 Stunden, 53 Minuten und 12 Sekunden. Mit ihrer außerordentlichen Leistung möchte Hilary Girardi auch auf die Auswirkungen des Klimawandels, insbesondere am Dach Europas, aufmerksam machen. Ja, Sebouin ist mittlerweile einer der stärksten Kletterer der Welt. Kann man das so sagen, Remo? Ja, ich denke, das kann man schon so sagen. Wenn man mal betrachtet, dass er so geklettert hat in jüngster Vergangenheit, da hat ja Bibliography jetzt geklettert, 9C ursprünglich bewertet, jetzt 9B+. Dann Jumbolov war noch in den USA 9B+, dann Nordic Marathon heißt sie 9B/+, also alles Routen im Top-Level und da zieht er dem anderen schon langsam davon, finde ich so. Ja, im Leadklettern vielleicht, aber wenn man es jetzt über alle Disziplinen betrachtet, oder ist Adam Ondra schon eine Liga für sich, der bouldert super stark, klettert voll viele schwere Mehrseillängenrouten und ist auch im Wettkampf immer noch vorne mit dabei und holt sich da Podestplätze. Absolut, ich meine, das muss man nicht wegdiskutieren. Der andere ist so der Überkletterer immer noch und der Bue, der konzentriert sich nur aufs Felsklettern, Leadklettern. Das ist schon noch eine andere Dimension natürlich.
Kommen wir nun aber zum Fokusthema der heutigen Sendung und damit zur Höhenbergsteigerin Kristin Harila. Kristin Harila hat sich mit der Ankündigung ihres ersten Rekordversuches 2022 in der Kürze ins Rampenlicht der Bergsteigerszene katapultiert. Ihre Ansage war klar: Ich breche den 8000er-Rekord von Nirmal Purcha. Dieser hatte 2019 die 14 8000er der Welt so schnell bestiegen wie kein anderer, keine andere zuvor. Er benötigte lediglich 6 Monate und 6 Tage. Der logistische Aufwand war immens, ebenso die Medienresonanz. Alle großen Medienhäuser über den ganzen Globus verteilt feierten die Erfolge des Nepalesen. Netflix verfilmte die Story, Nirmal Purcha ist der Star in Nepal. Und genau diesem Star hat Kristin Harila den Kampf angesagt. Sie hat ihr Haus verkauft und Sponsoren gesucht, denn sie will den Rekord von Purcha massiv unterbieten und damit den Frauen Mut machen, wie sie sagt. Mut, dass mehr möglich ist, als Mann oder eben Frau denkt. Ihr erster Rekordversuch scheiterte an der fehlenden Bewilligung aus China für die letzten verbleibenden 8000er. 2023 hat sie einen neuen Anlauf genommen und ist aktuell auf dem besten Weg, die 14 8000er in lediglich 3 Monaten zu schaffen. Am 26. Juni stand sie mit dem Nanga Parbat bereits auf ihrem 10. Gipfel. In den vergangenen Wochen geriet sie jedoch immer häufiger in Kritik. Kritik für ihren Begehungsstil am Berg. Sie betreibe Ankündigungsalpinismus, rühme sich mit ihrer Leistung, obwohl die größte Leistung ihr Team erbringe, schreibt der Schweizer Bergsportfotograf Robert Bösch in einem Meinungsartikel im Klettermagazin La Crux. Die jüngste Kritik kommt aus Nepal, genauer gesagt von Mingma Galye Sherpa. Er publizierte auf Instagram ein Video, das Helikopterflüge in höher gelegene Camps zeigt, durchgeführt im Rahmen des Rekordprojektes von Kristin Harila. Er schreibt dazu: Bergsteigerrekorde sind nicht mehr sauber. Das ruiniert das historische Ansehen der Sherpas. Wo ist hier das Bergsteigen? Rekorde in diesem Stil sind respektlos gegenüber allen Kletterern. Warum wird Kristin Harila so scharf kritisiert, während Nirmal Purcha für seine Begehung im ähnlichen Stil gefeiert wurde? Ja, Nirmal Purcha wurde stark gefeiert für seine Leistung international. Und jetzt, wo Kristin Harila das macht, wird sie kritisiert. Warum denn? Das ist eine gute Frage, aber keine einfache. Und deshalb haben wir diese Frage unseren Experten gestellt, Billy Bierling und Kari Kobler. Ist es, weil sie nichts Neues macht oder weil sie eine Frau ist? Vielleicht liegt es auch daran, dass diese Kritik von Nepal kommt, weil jetzt, wenn die Kristin das jetzt mit dem Lama Sherpa und vielleicht noch 3 anderen erreicht, dann ist sie ja nicht die Einzige, die das erreicht hat, sondern dann sind da auch noch andere Nepalesen dabei. Ne? Vielleicht sagt man da auch, ja hoppala, klar, will jetzt die Kristin den Rekord vom Nims brechen, aber dann ist noch ein anderer Nepalese dabei, der auch den Nims als Nepalesen dann den Rekord wegnimmt. Ne? Vielleicht liegt es auch daran, ich weiß es nicht. Du hast vorhin Thema Frau angesprochen. Eben könnte es sein, dass sie kritisiert wird, weil sie jetzt als Frau quasi dem Mann die Stirn bieten möchte? Also ich weiß es nicht. Ich fände es schade und ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Am Geschlecht liegt also diese Kritik wahrscheinlich nicht. Auch Kari Kobler hat gesagt, er denkt nicht, dass das der Grund ist, warum Kristin Harila so scharf kritisiert wird. Kristin Harila selbst hingegen, die ist sich da nicht so ganz sicher, ob nicht die Kritik auch vermehrt kommt, weil sie eben eine Frau ist. Es ist durchaus möglich. Tatsache ist, dass ich im gleichen Stil wie Nirmal Purcha unterwegs bin. Ja, diesen anderen Punkt, den Billy Bierling angesprochen hat, finde ich auch noch spannend. Und zwar, dass der Tenzin Sherpa, den Harila ja auf jeder Bergtour jetzt begleitet hat, dass er quasi dem Nirmal Purcha den Rekord abjagen könnte. Was hat es denn damit auf sich? Ja, das ist eben auch ein sehr interessanter Punkt. Den hat Billy Bierling als auch Kari Kobler erwähnt. Da geht es eben um diesen Wettbewerb, der stattfindet in Nepal unter den Bergsteigern, unter den Sherpas, aber eben auch unter den Expeditionsanbietern. Billy Bierling hat das ja erwähnt, aber Kari Kobler hat es noch viel deutlicher ausgedrückt. Der Konkurrenzkampf in Nepal, der ist riesig geworden. Also, um keine Namen zu nennen, die bekämpfen sich untereinander wirklich massivst. Und das ist ja auch der Grund, warum Halles da die Agentur gewechselt hat. Vorher war sie bei der Agentur, nachher bei einer anderen Agentur. Und die haben ihr einfach einen besseren Preis gemacht. Also ich meine, in Nepal besteht natürlich auch Konkurrenz wie überall. Ne? Also in der privaten Marktwirtschaft überall, jeder möchte irgendwie mehr Geld machen als andere. Und das ist klar, in Nepal, gerade in den letzten, würde ich mal sagen, 8
8 Jahren so ungefähr, auch sehr zwischen den nepalesischen Expeditionsunternehmen. Ne? Weil die sind natürlich alle so aus dem Nichts gepoppt. Ja? Also ich weiß, ich glaube es war 2011, war plötzlich Seven Summit Tracks da. Und ich hatte nie von denen gehört. Und die haben wirklich innerhalb von 2-3 Jahren, haben die den Markt kontrolliert. Und hatten dann einige Angestellte, die dann sich abgesplittet haben. Ich nehme auch mal an, dass die wahrscheinlich ein paar Kunden mitgenommen haben. Also sind die schon mal auf vielleicht nicht unbedingt so gut aufeinander zu sprechen. Da scheint es also um viel Geld zu gehen, oder Remo? Absolut, um sehr viel Geld. Gell? Immer mehr Leute wollen auf diese hohen Berge und da lassen sie ganz viel Geld liegen. Geld, um das eben gepoolt wird von Expeditionsanbietern oder eben Helikopterunternehmen. Helikopterflüge ist ein gutes Stichwort. Der Mingma Galje hat kürzlich ein Video auf Instagram gepostet, wo man quasi Helikopterflüge sieht in ein höher gelegenes Lager, wo Material und Personen transportiert werden. Überschreitet denn Kristin Harila damit eine rote Linie? Ich würde jetzt sagen, so in den letzten 5 Jahren fliegen die meisten Leute jetzt, außer am Everest. Am Everest, da trecken sie noch rein. Aber rausfliegen tun 95% vom Basislager und inzwischen auch vom Lager 2. Und dass man jetzt natürlich in die Hochlager fliegt und von oben nach unten die Seile fixiert, das ist mir jetzt eigentlich schon noch neu. Helikopterflüge gibt es also schon en masse, also massenhaft an den hohen Bergen. Billy Bierling zum Beispiel, die musste für die Himalayan Database eine neue Rubrik einführen, Aviation Assist, also flugunterstützt, weil es so viele Flugbewegungen gibt an den hohen Bergen in diese Camps. Dann ist die Kritik von Mingma Galje an den Flügen also haltlos. Ja, also ich meine, aus sportlicher Sicht, alpinistischer Sicht ist es natürlich ein bisschen verwerflich, wenn man sich hoch oder runter fliegen lässt, anstatt eben runterzulaufen, wieder zurück ins Basecamp. Das geht natürlich gar nicht. Interessant ist aber übrigens in Sachen Kritik an Mingma Galje etwas, das Kari Kobler gesagt hat. Ich meine, auch das wieder hat Mingma Galje, ich mag Mingma Galje super gerne, aber auch er hat das gemacht am Everest. Auch sie haben Material hochgeflogen in, glaube ich, in Lager 2, um von da aus die Route einrichten zu können. Ich meine, da geht es vor allem darum, dass sie sich selber Regeln zulegen müssen, was ist erlaubt und was ist nicht erlaubt. Aber jetzt im Zusammenhang natürlich mit diesem Rekord wird das natürlich an einen sehr großen Nagel gehängt. Der hat also auch keine reine Weste, was die Fliegerei angeht. Ja, offenbar nicht. Also ich denke, da geht es ein Stück weit darum, die Vergleichbarkeit der Rekorde zwischen Nirmal Purcho und Kristin Harila ein bisschen in Frage zu stellen. Aber wie sieht denn eigentlich Kristin Harila diese Frage zu den Helikopterflügen und dem Vergleich der Rekorde? Für mich steht und stand immer die Sicherheit von mir und dem Team im Vordergrund. Für mich bedeutet eine saubere Begehung, dass ich vom Basecamp zum Gipfel gehe und wieder runter zum Basecamp. Seile von oben zu fixieren ist eine Frage der Logistik und eine Entscheidung des Logistikteams. Routen von oben nach unten zu installieren ist gängige Praxis im Höhenbergsteigen. Ich selbst nutze Helikopter zwischen den Basislagern. So hat es auch Nirmal Purcho gemacht. Ganz identisch sind sie also nicht unterwegs, denn Nirmal Purcho flog kein Material in höher gelegene Camps. Aber sind wir mal ehrlich, bei solchen Speed-Rekordversuchen gibt es eigentlich keine Spielregeln oder bis jetzt jedenfalls nicht. Jetzt versuchen wir das Ganze einmal einzuordnen. Kristin Harila wird ja primär für ihren Begehungsstil kritisiert und dann eben auch noch dafür, dass sie großspurig angekündigt hat, dass sie alle 8000er ohne Flaschen Sauerstoff besteigen will. Ist diese Kritik berechtigt? Ja, pauschal kann man es nicht sagen, aber den zweiten Punkt muss man natürlich bejahen. Wenn sie jetzt sagt, und das hat sie ja gesagt, großspurig kommuniziert, ich gehe da ohne Flaschen Sauerstoff hoch und beim zweiten Berg musste sie schon zur Flasche greifen, das ist natürlich Ankündigungsalpinismus vom Feinsten, das muss man schon sagen und da muss sie sich dieser Kritik natürlich auch stellen. Und wie steht es mit der Kritik an ihrem Begehungsstil? Ja, auch da finde ich, kann man das durchaus kritisieren. Aus alpinistischer oder klassischer bergsteigerischer Perspektive ist es natürlich verwerflich und ein Skandal fast schon, wie jetzt Kristin Harila, aber auch Nirmal Purcho an den Bergen unterwegs sind. Die fliegen von einem Camp zum nächsten, haben ein riesen Team im Rücken, das vorspurt, Seile verlegt. Da kann man durchaus auch wieder kritisieren.
Stilkritik kann man also durchaus üben. Die entscheidende Frage lautet dann aber, von wem kommt die Kritik und was ist das Motiv dahinter? Weil Nirmal Purcha ist ja je nachdem, wie man es auslegt, im Moment der Rekordhalter an den 8000ern. Und damit macht ihm Kristin Harila direkt Konkurrenz. Außerdem ist eben der Ming Magalje und Nirmal Purcha direkt an Expeditionsfirmen beteiligt und damit stehen sie auch in direkter Konkurrenz mit Harila, mit den Expeditionen, die eben dann den Rekord haben. Ja, auch Kristina Harila, ihre Sicht auf diese Kritik an ihrer Person geht in diese Richtung. Sie sagt, jeder und jede soll sich frei fühlen, seine Unzufriedenheit zum Ausdruck zu bringen. Aber wenn Lügen über mich oder mein Team verbreitet werden, dann geht das für mich zu weit. Die rote Linie zieht sie also ganz klar dort, wo es darum geht, ihre Reputation zu schädigen. Ja, Remo, bei aller Kritik darf man auch nicht vergessen, was Kristin Harila da überhaupt leistet, oder? Wenn das so weitergeht, dann wird sie in unter 3 Monaten alle 14 8000er bestiegen haben. Das ist schon krass, oder? Das ist mega krass. Also ich war noch nie auf einem 8000, nur auf einem 6000 und ganz einem einfachen. Und wenn man sich das vorstellt, nur schon körperlich auf so viele Berge in so kurzer Zeit, das haben auch alle unsere Experten gesagt, also es ist unvorstellbar. Und ich stelle mir ein bisschen die Frage, wohin führt das? Was kommt als nächstes? Vielleicht könnte man es in Verbindung bringen, indem man sagt, dass vielleicht der nächste gute Step dazu wäre, das Ganze ohne Helikopterflug und ohne Sauerstoff zu machen. Aber ich denke, das wird noch ein bisschen dauern, bis diese Leistung dann gebrochen wird von irgendjemandem. Es bleibt also spannend, wie es mit dem Rekordversuch von Kristin Harila und ihrem Team weitergeht und auch, was uns für Rekordversuche in Zukunft noch erwarten. Und wie sich das Ganze auf den Alpinismus auswirkt. Vielleicht ist es irgendwann gar nicht mehr verwerflich oder einfach ganz normal, so an dem Berg unterwegs zu sein, mit so vielen Sherpas und Unterstützung und Helikoptern rumzufliegen. Ich persönlich hoffe es natürlich nicht. Zum Glück gibt es immer noch genügend Alpinistinnen und Alpinisten, auch heute noch, die abenteuerliche und waghalsige Routen eröffnen, ganz alleine ohne Helikopterflüge und Schleppdienst. Da kommt mir Stichwort Shelly Menadi und Gürtel am Meru Peak in den Sinn oder dann jüngst der Kilian Jorne, als er über das Hornbein Gulor auf den Everest steigen wollte. Was meint denn ihr zu solchen Rekordversuchen an den hohen Bergen? Ist es eine normale Weiterentwicklung oder denkt ihr, dass das eher bedenklich ist? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare. Nach einer kurzen Unterbrechung sind wir gleich wieder zurück. Remo, du und Christian, ihr wart vor kurzem in den Bergen unterwegs, oder? Direkt mit dem Helikopter zur SAC-Hütte, oder wie? Ja, da bist du nicht so weit entfernt mit deiner Anmerkung. Wir sind nämlich mit dem Zug direkt auf 3554 Meter gefahren, also quasi ins Hochlager. Es muss halt einfach schnell gehen. Und was habt ihr gemacht? Wir waren unterwegs für Ortofox mit einem Hochtourenrucksack, dem Peak 35, sind über den Südwestgrat auf den Mönch gestiegen. Es hieß also wieder mal früh aufstehen, ausgesetzte Grate laufen und ein bisschen kraxeln. Der Rucksack war mega bequem und hat auch eine Innovation verbaut, nämlich sämtliche Kontaktflächen, also Rücken, Schulter und Hüftgurte, sind mit einem Wollvlies aus Schweizer Schafwolle ausgekleidet, das Schweiß zuverlässig aufnimmt und vom Körper abtransportiert. Das hier ist ein Querschnitt des Rückenteils und da sieht man wunderbar, wie die Wolle hier eben verbaut wird, diese Swiss Wool, bei diesen Kontaktflächen. Sehr gefallen hat mir auch, dass es ein separates Steigeisenfach gibt. Also wenn die nass sind, dann tropft es außerhalb vom Rucksack und nicht im Rucksack macht es alles nass. Und man kann ein großes Fach öffnen, sprich auch Material, das unten im Rucksack ist, kommt man sehr schnell dran heran. Alle Informationen zum Peak 35 findet ihr wie immer auf www.lacroux.com. So langsam kommen wir zum Ende der heutigen Sendung, aber vorher haben wir wie immer noch tolle Preise zu verlosen. Und zwar zum ersten haben wir 2 Tickets für die Kletter-WM in Bern und zwar am 12. August für das Finale zur Verfügung gestellt von Unparallel. Und dann hat uns Bächli Bergsport auch noch einen Preis zur Verfügung gestellt, Remo. Genau, es ist der Peak 35, also der Rucksack, mit dem Christian und ich unterwegs waren und von dem ich eben gerade so geschwärmt habe. Darum abonniert den Kanal und diskutiert mit uns in den Kommentaren mit zum heutigen Thema und schon seid ihr im Verlosungstopf.
Das wäre es jetzt aber, glaube ich, oder Alex? Fast, Remo. Wir haben natürlich noch den Gewinner gezogen von der Verlosung aus der letzten Sendung. Und zwar hatten wir ja das Zelt von Samaya verlost und der Gewinner ist Simon Leutwieler. Herzlichen Glückwunsch, lieber Simon. Schick uns bitte eine E-Mail an contest@lacroux.com und dann schicken wir dir das Zelt. So, ich glaube, jetzt ist aber der Moment gekommen für meinen obligaten Abschlusssatz. Falls euch die Sendung gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch und abonniert den Kanal. Herzlichen Dank.